Musikalisch und witzig präsentierte sich gestern Abend der Advent in Grafenegg. Es wurde zu einer Weihnachtsmatinee der etwas anderen Art geladen. Mit dabei Publikumslieblinge wie Heinz Maritschek oder Natalia Uschakowa, die sich beide so verausgabten, dass einige im Saal sich schon Sorgen machten. Keine Angst, dieser Umfaller gehört zum Programm. Außen gab sich der Grafenegg-Advent nämlich so frühlingshaft, dass dem Publikum drinnen besonders warm ums Herz wurde, als unter dem Titel Herzmomente zur Matinee geladen wurde. Wobei ich zugeben muss, dass dieser Titel von einem sehr großen stammt. Michael Heldau hat ihn mir gegeben und er hat mir das Recht gegeben, ihn zu führen. Die Grafenegger Herzmomente boten jedenfalls sowohl musikalische als auch humoristische Leckerbissen. Nicht verschnaufen, weiterkaufen. Weihnachten ist eine schöne Zeit. Ja, also ich glaube, es gehört lustig. Und ich bemühe mich auch immer, meine Weihnachten oder innerhalb der Familie die Weihnachten auch lustig zu gestalten. Die liebe Mutter kauft für sämtliche Familienmitglieder Überraschungen ein. Mit Ausnahme von meinem ältesten Bruder, den lieben Zacharias. Denn was die liebe Mutter nicht schmecken kennen tut, weil der nämlich dem lieben Vater so ähnlich schaut. Ja, Kinder, du bist voll, mit Krippen so schön. Während mitunter ja recht witzige Weihnachtstexte vorgetragen werden, sind die meisten Weihnachtslieder eher besinnlich als heiter. Musik, Klavierspielen, Singen ist nicht Töne produzieren, sondern Übertragen von Emotionen und im besten Fall Austausch von Emotionen. Und ich glaube, das ist heute uns gelungen, nicht nur in unsere Herzen, also gegangen, auch in Publikumsherzen. Und das, obwohl nicht gerade typische Weihnachtslieder, wie zum Beispiel die berühmte Wahnsinnsarie aus Lucia di Lammermoor, auf dem Programm standen. Wie Glöckchen und so. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr weihnachtlich. Ach, Stille Nacht kann leicht zur Wahnsinnsarie ausarten.